Oh, dieses Geräusch auch schon. Oh, die biegen sie. Oh! Er ist einfach easy gerade über 3000 Euro stumpf drüber gefahren. Hallo, mein Name ist Luca. Meine lieben Freunde, ich war vor einigen Tagen auf einer YouTube-Statistiken-Website unterwegs und habe mir die meist abonnierten deutschen YouTuber angeschaut. Da waren dann Leute wie Bibi beispielsweise dabei, wie Gronkh, wie Julian Bam. Allerdings war in den ganz oberen Platzierungen noch ein Kanal namens Härtetest. Mit 18,4 Millionen Abonnenten. Was los, Bruder? Also ist der meistabonnierte deutsche YouTube-Kanal nicht Bibis Beauty Palace, sondern Härtetest mit über 18 Millionen Abonnenten. Ich bin daraufhin einfach mal auf seinen Kanal gegangen und habe dort das hier gesehen. Er lädt hauptsächlich Experimente hoch, und zwar wie er mit seinem Auto über Gegenstände fährt. Und dann habe ich dem Besitzer des Kanals mal eine Mail geschrieben und gefragt, hey, sag mal, darf ich mir das mal in einem Video anschauen? Und er meinte, klar, gern. Von daher, let's go mit meiner Reaction auf den meist abonnierten deutschen YouTuber mit 18 Millionen Abonnenten. Lol. Was für eine Slow Motion hat er auch noch mit drin? Eine Uhr? Bro. Hanuta? Hä, aber was fährt der denn? Oh, das sieht aber auch nice aus. Ach, oh, das sind Pappardelle-Nudeln, die haben wir gestern Abend noch gemacht. Wahnsinn. Lightning McQueen. Der ist, das ist... Ja, das ist so eine Viertelstunde, wenn Sandra die Fahrprüfung hatte. Du kleiner Sohn. Er fährt also mit seinem Auto über Sachen drüber. Und ich weiß nicht warum, aber ich find's heftig satisfying. Digga, das befriedigt mich gerade anders. Als nächstes haben wir jetzt hier ein gelbes Lightning McQueen Auto, was komischerweise genauso aussieht. Oh, eine Doritos-Tüte. Okay, krass. Ah, die ist, ja, das, was ist das denn? Was war denn das? Das sieht aus wie so ein Mozzarella-Kügelchen. Ich dachte erst, das wäre ein Golfball gewesen, aber ein Golfball wäre auch interessant, da mal drüber zu fahren. Bei einem Golfball habe ich halt gar keine Ahnung, was passiert. Also, ob der sich in den Reifen irgendwie reindrückt oder irgendwie so. Die sind ja schon ziemlich hart. Hier wieder über Chips drüber, die sind wieder komplett... Ey, das sieht schon nice aus. Was ist das denn? Das ist ein Kuchen? Ein paar Sekunden später. Das war mein Gehirn in der Bachelorprüfung. Was krass auffällt, ist, dass seine Videos alle sehr, 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 sehr kurz sind. Also er lädt jetzt nicht irgendwie ganz viele Clips aneinander hoch und macht die Videos über 10 Minuten, was werbetechnisch eigentlich Sinn machen würde, sondern... Boah, was ist das denn? Was ist das? Sind das diese... Was? Es sieht ein bisschen aus wie Scheiße. Genau. Er lädt eher mehr Videos hoch, aber dafür halt kürzere Videos. Keine Ahnung, was das ist. Oh, boah, da hätte ich gerade richtig Hunger drauf. Da hätte ich gerade richtig Hunger drauf. Das ist ein Dingensball, der ist... Hey, ich dachte, jetzt fliegt voll in die Luft. Das sind so kleine Milchpackungen hier. Ey! Warum fährt er denn da drüber? Das war mein Lieblingsspiel als Kind. Ey, ich finde es irgendwie schon ziemlich satisfying. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, es ist ein bisschen ekelhaft jetzt gerade auch. Hier war Coca-Cola. Boah! Nochmal, Nahaufnahme. Boah! Okay, krass. Ja gut. Das war auf jeden Fall das erste Video, was wir uns angeschaut haben. Das ist aber auch schon ein bisschen älter. Machen wir jetzt weiter mit diesem Video hier. Da fährt er als allererstes über Wassereis. Was? Sonnenbrillen? Boah, das sind so richtige Griechenland-Urlaub-Sonnenbrillen. So, ey, eigentlich kosten die 100 Euro, aber für dich heute nur 50 Cent. Aber nur heute. Also ich weiß nicht wirklich, wie er sich dann morgens aufsteht und denkt, da, heute drehe ich mal ein Video und über was fahre ich heute? Macht er sich dann so eine Liste? Interessant. Jetzt fährt er über Milch. Boah. Milky Way? Bin ich dumm? Das ist Zott Monte gewesen, oder? Euer Wasserfall hier wieder am Start. Dieser Kanal zeigt mir halt einfach, wie viele Kanäle es wirklich gibt, die in Deutschland gegründet werden. Aber ich meine, der Content, den verstehst du halt auf jeder Sprache. Das ist egal, ob du jetzt Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch sprichst. Aber das wirkt... What? What? Das ist mein neuer Lieblings-Drüberfahr-Dings. Guckt euch das mal an. Wie nice ist das denn? Ich könnte mir sowas wirklich den ganzen Tag anschauen. Was ich gerade noch sagen wollte, oh, wir haben wieder eine neue Wassermelone. Oh, die hat er nicht richtig getroffen. Aber was ich gerade sagen wollte, war, dass ich so krass finde, wie viele Kanäle es wirklich gibt in Deutschland, die mehr Abonnenten haben jetzt irgendwie als Bibis Beauty Palace, die ja die meistabonnierte ist. Wenn man sich beispielsweise auch mal Free Kickers anguckt oder Crazy Frog, ist ja, glaube ich, auch ein deutscher Kanal. Oder Härtetest hier, 18 Millionen. So krass, 18 Millionen Abonnenten. Und es ist einfach ein deutscher Typ, so. Ehrenmann! Der Kanal ist übrigens auch unten in der Beschreibung verlinkt. Das frage ich mich, was das ist.
Dieses Blaue, ist das so Knete? Hier fällt, oh! Oh! Oh, das war auch, der ist auch bei mir ganz oben mit dabei. Oh, da hätte ich jetzt auch wieder Hunger drauf, ne? Ey, das ist auch gemein, dass ich mir sowas angucke, wenn ich hungrig bin. Machen wir allerdings hier weiter mit einem Video, wo er aber ein brandneues iPhone... Ich dachte erst, das wäre ein Fake-iPhone. Aber schaut mal. Wenn man jetzt hier drüber fährt, das ist der Homescreen und jetzt hier ist ein anderer Screen. Also du kannst dir im Internet wirklich so Fake-Handys kaufen, die auch schon einen Homescreen drauf haben und dann einfach so ein bisschen LED-Beleuchtung, die du aber nicht bedienen kannst. Aber hier ist er halt Real Talk über ein echtes iPhone gefahren. Das hier ist diese Folie. Boah, das war immer so nice, wenn man sich was bestellt hat. Man hat immer, also für mich war es immer mehr Spaß, diese Blubberbläschen da kaputt zu machen, als das Paket. Oh, Milchschnitte. Ey, ich hab so Hunger. Ist einfach über Käse drüber. Die erste, boah, die erste, die platzen alle richtig auf. Und nochmal, komm, nochmal volle Kanne drüber am Ende. Ich find's auf jeden Fall hardcore satisfying. Natürlich kann man jetzt in Frage stellen, yo, er fährt hier über Süßigkeiten drüber und das können andere Menschen essen und so weiter und so fort. Aber, Alter, das ist doch auch nicht gut für einen Reifen. Er fährt da durch Scherben durch. Das denke ich mir auch so. Hä, was hat er denn für ein Auto? Aha. Hätten wir... Ob sie auch noch so rumhupen. Hätten wir die Autofrage auf jeden Fall auch geklärt. Also es ist ein relativ alter Renault auf jeden Fall. Er fährt jetzt hier über iPhones drüber und nicht nur über eins, sondern er hat wirklich mehrere verschiedene. Der Titel dieses Videos ist Many iPhones vs. Car. Also er, guck mal, die sind komplett neu. Und die funktionieren. Bro. Die kannst du mir auch schenken. Das sind einfach 7 brandneue iPhones, über die der jetzt drüber fährt. Er fährt... Oh, dieses Geräusch auch schon. Oh, die biegen sie. Oh! Er ist einfach easy gerade über 3000 Euro stumpf drüber gefahren. Jetzt spult er das Ganze nochmal zurück ab und wir sehen, die iPhones werden wieder ganz... Ey, guck mal, das ist der Moment, wo die iPhones noch heile sind. Und spätestens jetzt denkst du, das erste iPhone... oh Gott, jetzt geht's los hier. Ein bisschen stretchen, ne? Jetzt die anderen und ganz am Ende dann das Neueste, glaube ich, sogar mit dabei. Nee, ist es gar nicht. Ha? Luca, wieder gar keine Ahnung von Technik. Kann es sein, dass du dumm bist? Ja. Dieses Video hier startet auch wieder mit diesem Ball. Ey, das finde ich am allernicesten wirklich mit diesem Ball. Hier hat er jetzt einen Fußball. Da bin ich gespannt. Okay, es geht einfach die Luft raus. Ich dachte schon, der Fußball überlebt das Ganze. Hier wieder Reiswaffeln. Ich fände es aber echt mal interessant, wo wir gerade schon beim Thema Überleben der Produkte waren. Guck mal, Skittles hat es überlebt. Hä? Skittles hat einfach überlebt. Ich wollte gerade so diese Frage in den Raum werfen. Was denkt ihr, welches Produkt würde das Ganze überleben? Schreibt es unten in die Kommentare, aber Skittles hat es überlebt. Ja, okay, so Backsteine und so Spanplatten oder keine Ahnung was, die würden es natürlich auch überleben. Aber von den zu richtigen Produkten, da wäre ich echt mal gespannt. Hier geht's weiter mit Jelly Bellies. Ey Gott, davon habe ich früher so gekotzt auf so einer Klasse. Oh, wo denn die Kamera alles hier reingedonnert? Von Jelly Bellies habe ich früher so gekotzt auf einer Klassenfahrt, weil ich diese Kotzebohnen gegessen habe. Oh, aber Eier. Boah, ja, nochmal in Slow Motion. War noch nicht eklig genug. Und weiter geht's mit einem kleinen Poop-Spielzeug, das einfach, okay, also ist gar nichts mit passiert. Der Luftballon ist einfach aufgeplatzt von Mickey Mouse. Oh, der Arme. Guck mal, wie schnell das vor allem ging. Der war so, oh, jetzt haben wir hier schon wieder eine Ente. Ey, es ist aber auch irgendwie zack an zack an zack gecuttet. So, er könnte das Ganze auch eine viel größere Story, die Kerze hat's auch überlebt. Also bisher großen Shoutout an Skittles und an die Kerze. Machen wir weiter. Wieder mit einem iPhone natürlich, selbstverständlich. Mit was auch sonst. Oh, es hat nur einen Kratzer. Ich bin ja auch mal mit dem Auto über ein iPhone gefahren. Oh mein Gott. Einfach. Digga, warte. Ist da was? Nein. Digga, es funktioniert. Weiter geht's wieder mit Chips-Packungen. Die sind schon so mit am satisfyingsten. Bubble. Weil es da halt so richtige Geräusche gibt. Es gibt so richtig diesen Krack von den Dings. Oh, Capri-Sonne. Boah, da sind so viele Sachen drin in diesem Video, wo ich mir denke, das hätte ich gerade so gern zu essen. Also einerseits halt Milchschnitte, vorhin hätte ich voll Bock drauf, Capri-Sonne hätte ich voll Bock drauf. Das war so typisch. Oh, jetzt spült er wieder zurück hier ab. Ist auch interessant immer, das dann nochmal so in die Luftballons reingehen zu sehen. Guck mal, jetzt hier Slow Motion. Alter. Und dann... Hä? Alter. Und bam. Und der nächste auch noch. Und der nächste auch noch. Krass. Ein bisschen aus wie, sagen sie aus wie ein Tornado, aber ich habe absolut keine Ahnung von Naturereignissen. Du bist so dumm, Junge, Alter. Du bist so dumm. Machen wir weiter mit Zahnpasta in Luftballon. Ich dachte, die Luftballons sind dran, damit die Zahnpasta da halt reingeht. Aber es hat sich gelöst. Ey, das sah ja richtig satisfying aus mit der Zahnpasta. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Er fährt drüber. Ey, guck mal, wie witzig. Schießt da einfach alles so raus.
Ey, man kann mich... Oh, guck mal, das sieht noch viel nicer aus. Geht alles so rein. Ey, man kann sich mit mich mit so leichten, dummen Sachen kann man mich einfach beeindrucken und vergnügen. Ja, das hört sich jetzt falsch an. Hier sehen wir wieder Joghurt. Ey, das ist doch gemein. Ich hab so Hunger. Mann, kann er nicht wieder über irgendwelche Golfbälle fahren oder Spielzeuge oder so? Jetzt hier wieder bei Dieter. Oh, das finde ich ja krass, ne? Mit den Scherben, das finde ich ja... Ach, guck mal. Einfach so ein Kindertraum zerstört. Kinderüberraschungseier, sogar mit Spielzeug drin. Hier wieder über so Eiscafés drüber. Hier über... Oh! Sind das... Okay, warte, was ist das? Sind das diese Süßigkeiten oder sind das tiefgefrorene Karotten? Kroketten! Mann, ich kann wieder nicht reden! Und somit würde ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Wie bereits zu Beginn des Videos gesagt, ich habe mir einfach mal die meist abonnierten deutschen YouTube-Kanäle angeschaut und Härtetest war mit 18,4 Millionen Abonnenten auf der unangefochtenen Nummer 1. Deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal an, womit er 18,4 Millionen Abonnenten hat. Ich finde es extrem satisfying, diese Videos. Ich könnte mir das jetzt noch stundenlang anschauen. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke Crew seid. Und jetzt befinden wir uns auch schon im Outro, meine lieben Freunde. Hier oben findet ihr ein Smiley eingeblendet. Wenn ihr noch kein Teil der Luke Crew seid und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt dort oben gern drauf. Road to 18,4 Millionen. Ne? Wir müssen Härtetest hier den Rang ablaufen. Kriegen wir nie hin. Aber hier ist das Video, was ich gestern hochgeladen habe. Roomtour von Bibi vor 7 Jahren.